so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute TV zu einem neuen Beitrag. Ich freue mich auf meinen Studiogast, auf Peter Roos. Schicksalsschläge im Leben, da gibt es wie zwei Möglichkeiten. Ein Schicksalsschlag, das kann eine Scheidung, kann ein Tod von einem geliebten Menschen sein, dass es einem buchstäblich den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann ist die Frage, wo bekomme ich meine Hilfe? Auf was richte ich mich aus? Wo stütze ich mich ab? Und leider kommt es immer wieder vor, dass Menschen dort in solchen Situationen auch an den falschen Stellen suchen. Und ich bin so dankbar, dass uns Peter Roos an seinem Leben teilhaben lässt. Tod seiner Frau, die er zu Hause noch gepflegt hat. Und dann eben diese Realität, dieser geliebte Mensch ist nicht mehr da. Was bei ihm passiert ist, dass er dann später mit Kollegen quasi, so kann man das fast sagen, lieber Peter, dass du da auf Trinktouren oder fast Sauftouren mitgegangen bist, einfach fast komamäßig getrunken hast, also über den Durst und so eigentlich in diese Geschichte reingeschlittert bist. Alkohol war dann einfach zwischendurch immer wieder ein Thema. Kann man das so sagen? Ja, lieber Andreas, das kann man so sagen. Also das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Und obwohl ich dort schon mit Gott unterwegs war, habe ich mich hinreißen lassen zu Alkoholexzessen, die immer schlimmer wurden und bis es am Schluss komatös wurde. Also ich wusste auch nicht mehr, was ich tat. Das kann man so sagen. Ja, krass. Aber irgendwo muss man sagen, es ist ja, wenn man einen geliebten Menschen verliert, da fehlt einem etwas. Und darum ist der so entscheidend wichtig. Woher bekomme ich denn meine Hilfe? Aber wir wollen dort noch ein bisschen stehen bleiben. Du bist dann, du hast sehr viel getrunken, fast komatös, hast du gesagt. Also du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, hätte durchaus sein können, eben, dass du da komplett abgetaucht wärst. Genau. Das ist aber nicht geschehen. Aber manchmal hast du dich zwei Tage später irgendwo wiedergefunden. Du wusstest gar nicht, wie du da hingekommen bist. Genau. Also das zeigt ja den Zustand, dass es schon sehr, sehr krass war. Absolut, ja. Es blieb nicht nur beim Alkohol, sondern da kamen auch Frauenbekanntschaften dazu. Berichte uns ein bisschen davon. Also ich war öfters alle anderthalb Monate im Ausgang und habe sehr viel in meiner Lieblingsbar getrunken. Und dort gingen auch noch Damen umher, die kurzzeitige Bekanntschaften suchten. Und sich eigentlich anboten, oder? Also käuflicher Sex, käuflicher Sex, ganz genau. Und währenddem ich am Trinken war und immer mehr trank, konnte ich mich nicht mehr so kontrollieren, oder? Und ich kam mit den Damen ins Gespräch und da kam halt das eine andere Angebot, das ich dann halt, weil ich nicht mehr wusste, was ich tat, annahm und dann halt mit den Damen zum Teil mitging. Zum Teil blieb es beim Gespräch, es kam aber sicher auch mal sonst zu etwas Speziellem, oder? Aber es passierte immer dann, wenn ich zu viel getrunken hatte. Also das zeigt das schon, dass Alkohol so eine Geschichte ist, wo man die Finger davon lassen sollte. Genau. Besonders wenn es über ein Maß rausgeht, das eben auch, wo man dann sagen muss, da auf einmal kann ich das nicht mehr kontrollieren und dass man dann Dinge tut, die man eigentlich nicht tun würde. Ganz genau. Also ich habe ja das auch immer danach mit unserem Herr gedreht, also Jesus kam ja zwangshalber mit, ihm hat das nie gefallen. Interessanterweise habe ich den Kontakt zu ihm nie verloren in der Zeit. Also er hat mich immer wieder gepusht und gesagt, Peter, das tut dir nicht gut. Liebevoll, nicht mit dem Holzhammer, sondern immer wieder Geduld gehabt. Und ich habe ihm immer wieder versprochen, ich mache es nicht mehr, jetzt gehe ich nur noch trinken. Wie wenn das ja weniger schlimm wäre. Und ich habe ihn aber... Er hat mich nie fallen lassen in dieser Zeit, er hat mich immer getragen, das sehe ich jetzt auch im Nachhinein. Aber in der Zeit, das ist genau das, wenn der Alkoholpegel zum Teil so hoch war, dann wusste ich nicht mehr, was ich tat. Das zeigt dann, ich meine, du kannst heute darüber reden, weil du wirklich auch ein Erlebnis gemacht hast. Genau. Und dieses Erlebnis hat dir dann buchstäblich die Augen so richtig geöffnet. Genau. Und das war dann auch in deiner Lieblingsbar. Genau. Und du bist dann wieder einmal mitgegangen. Genau. Und was ist dann geschehen? Das war wieder etwa so um die Morgenstunden, halb zwei, halb drei, also man sieht schon an der Zeit.
Ich war wieder, wie üblich, mit dem Alkoholpegel irgendwo im Himmel oben und war also wirklich ja, am Festen, am Reden. Zum Glück weiß man im Nachhinein nicht mehr so, was man redet in dieser Zeit. Und dann ist wieder eine Dame gekommen, hat sich neben mich hingesessen, sind wir ins Gespräch gekommen und wir wurden uns eigentlich schnell einig, dass wir zu ihr nach Hause gingen. Und ich sagte aber noch, ich will nur reden. Mhm. Und währenddem wir zu ihr gegangen sind, war etwas anders. Also ich war nervös, meine Haare stellten sich überall auf die Berge, sagt man ja so, oder? Also Gänsehaut. Gänsehaut, aha, genau. Aha. Ich spürte ein Kribbeln in mir und ich habe irgendetwas erwartet. Ich wusste, jetzt passiert dann was, ich konnte aber nicht sagen, was. Dann sind wir zu ihr noch hochgegangen, zu ihr ins Zimmer hinein. Dann sind wir uns gegenüber, haben wir uns hingesetzt, haben wir uns angeschaut. Und währenddem ich so den Kopf drehte, auf die andere Seite, zur Wand schaute, sah ich einen riesigen Wandteppich mit einer großen Hirtenfigur. Und hinterdurch waren alle Schafe. Und diese große Hirtenfigur hatte große Augen. Und die schaute mich an. Und in dem Moment verspürte ich eine extreme Wärme. Ich merkte genau, wie Jesus mit dem Heiligen Geist in mich kam. Also er war ja schon drinnen, aber er wirkte. Also ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also es war ein Wahnsinnserlebnis. Ich wurde richtig kribbelig und ich habe zu der Dame gesagt, you know this man. Sie hat mich verwundert angeschaut. That's Jesus. Das ist unser Gott. That's Jesus und so. Ob sie ihn auch kenne, sei ich wahnsinnig. Und ich habe schon gedacht, ich müsse in die Hölle. Hochdeutsch. Ich dachte schon, ich müsse in die Hölle gehen und habe da mit ihr bin aufgestanden und bin fast ein bisschen worshipmäßig herumgetanzt und habe gesagt, ja, that's Jesus und er hat mich nicht fallen gelassen und ich habe eine extreme Liebe verspürt, eine extreme Wärme. Und es war eine Stimme, die gesagt hat, Peter, jetzt ist fertig. Das war der letzte Besuch im Milieu, der letzte Besuch in deiner Lieblingsbar. Jetzt führe ich dich wieder heraus aus diesem Zeug. Und ich habe sicher noch eine Weile herumgetanzt und dann nachher bin ich wieder, habe mich wieder hingesetzt, haben wir uns noch verdutzt angeschaut. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, I must go. Habe ihr noch 100 Franken gegeben und die wird gedacht haben, was für ein durchgeknallter Typ ist doch das. Mhm. Ich bin rausgegangen, total glücklich. Mhm. Und ich muss sagen, seit dieser Zeit bin ich nie mehr da gewesen, nie mehr in der Bar, nie mehr in einem Etablissement und drehe alles mit ihm und habe alles mit ihm, mit Jesus wieder angeschaut, was schiefgegangen ist. Und einfach das Leben hat sich wirklich vollkommen geändert für mich. Vollkommen. Ich finde das so schön. Und extrem. Peter, du verheimlichst das ja jetzt auch nicht. Nein, aber hast du dich manchmal auch geschämt, dass du gedacht hast, eigentlich kenne ich diesen Gott, diesen Jesus, ja, genau. Und ich mache solche Sachen? Das war das Schlimmste. Ich weiß ja, dass er dabei ist. Er ist immer dabei. Er sieht alles. Ich konnte ihn auch nicht betrügen, oder? Und das hat mir eigentlich sehr wehgetan und ihm natürlich auch. Und ich habe seine Traurigkeit, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich seine Traurigkeit viel gespürt. Und das Gewaltige daran ist, ich habe so viele Fehler gemacht und so viel, ich sage, eigentlich mich entfernt in dieser Zeit von ihm. Er hat mich immer festgehalten und ich habe mich natürlich geschämt. Und nach den, sage ich jetzt mal, Sauferlebnissen, die ich, man kann es nicht anders sagen, hatte, habe ich mich immer geschämt, mich ihm gegenüber zu outen. Obwohl ich genau gewusst habe, er weiß es ja, er war ja dabei. Aber ich habe mich riesig geschämt und ich habe ihm sehr wehgetan. Und ihm hat es aber am meisten wehgetan, dass ich das gemacht habe. Er hat mich aber nie verurteilt. Das muss man sagen, das ist gewaltig. Und das ist darum auch diese Freude, die du da so unerklärlich gespürt hast. Er liebt mich dennoch, er hat mich nicht verstoßen. Genau. Er hilft mir jetzt zurück, wieder auf diesen Weg. Ich finde das so wunderbar. In der Zwischenzeit bist du verheiratet. Genau. Du bist glücklich verheiratet. Es ist so wunderbar. Gott hat dein Leben verändert. Absolut. Und für mich ist das so wichtig. Wir haben jetzt über dieses Erlebnis von dir gesprochen, aber es kann auch Pornosucht, es kann irgendeine Sucht sein. Und dass wir gehört haben, dieser Jesus Christus, der macht wirklich frei. Und vielleicht bist du in einer Situation jetzt, nein, da komme ich nicht mehr raus. Diese Gedanken, alles, für mich ist alles vorbei. Nein, es ist nicht zu spät, überhaupt nicht zu spät. Gott hat Peter wieder rausgeholt
Und er darf heute sagen, er führt ein Leben in Fülle, so wie es die Bibel sagt. Absolut. Ja. Du bist glücklich, du bist zufrieden, du bist angekommen und du weißt, dir ist vergeben. Genau. Und ich finde das so wunderbar und genau das wollen wir Ihnen auch zusprechen, von ganzem Herzen. Gott liebt Sie, er sieht Sie, er hat einen Plan für Ihr Leben. Den Teil, den wir machen dürfen, ist, dass wir uns entscheiden und sagen, wir nehmen diese Hilfe in Anspruch. Und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Das ist der erste Schritt, dass wir auch sagen, es tut uns leid, dass wir umkehren in seine wunderbaren Arme. Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Und dir nochmal herzlichen Dank, Peter, dass du so offen von dieser Geschichte auch erzählt hast. Danke, Andi, für die Möglichkeit. Habe ich gern getan. Und ich wünsche dir Gottes Segen auch für eure Ehe. Danke. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Gott segne Sie. Jemand hat mal gesagt, wenn ich an Medialog denke, dann denke ich an Lebensgeschichten, an God-Stories. Unsere Arbeit kann man unter dem Begriff Hoffnungsprojekte zusammenfassen. Menschen mit Gott in Dialog bringen, ist dabei unser oberstes Ziel. Dies tun wir auf zeitgemäße Art durch Medien, Evangelisation und Predigtdienst. Mit Wunderheute TV wurde unsere Arbeit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Mehr als 3 Millionen haben unsere wahren Lebensgeschichten auf unserer Website oder auf unserem YouTube-Kanal gesehen. Immer wieder kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Menschen brauchen Hoffnung, ganz besonders auch mittellose Familien und Kinder. Aus diesem Herzensanliegen heraus unterstützen wir 2 Kinderhoffnungsprojekte in Kolumbien. Diesen Auftrag können wir jedoch nicht alleine bewältigen. Helfen Sie mit und unterstützen Sie eines unserer Hoffnungsprojekte.